Ja, hallo, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Eltern. Das ist hier eine Kundgebung, die die Kinder unterstützen soll. Aber die Kinder, die finden zu wenig Gehör seit dieser Pandemie. Und deshalb muss ich mich jetzt an die Eltern wenden, weil auch die Regierung überlässt die Verantwortung komplett den Eltern. Also, ich weiß, es muss unheimlich schwer sein, hier Kinder zu haben und mit dieser Situation, die ja tatsächlich auch stark von den Medien gelenkt wird, dagegen zu halten. Und ich wünsche allen Eltern ganz, ganz viel Mut. Ganz viel Mut und ganz viel Kraft. Wir haben diese Pandemie ja jetzt schon seit über einem Jahr. Insofern brauche ich ja nicht sagen, dass der Pandemiebegriff geändert worden ist. Also, wenn der Pandemiebegriff schon vor einigen x Jahren so gewesen wäre, vor 10 Jahren, dann hätten wir immer eine Pandemie bei jeder Grippewelle gehabt, weil eine Pandemie bedeutet mit den neuen Begrifflichkeiten ja nicht mehr, dass viele sterben müssen, sondern einfach, dass es hoch verbreitet ist. Und das ist bei jeder Grippewelle tatsächlich auch die Tatsache. Insofern ist es ganz wichtig, dass man den neuen Pandemiebegriff richtig versteht. Und in gleicher Hinsicht ist es auch wichtig, dass man weiß, dass diese neuen mRNA-Impfstoffe, die eine neue Technologie darstellen, dass diese mRNA-Impfzulassung eine Notfallzulassung ist. Das heißt, wir sind in der Pandemie und aufgrund dieser Pandemie darf man Impfstoffe mit einer Notfallzulassung auf den Markt setzen. Und die endgültige Zulassung ist voraussichtlich 22, aber auch das kann sich alles ändern. Also wir sind noch längst nicht so weit, dass diese neue Technologie tatsächlich komplett zugelassen werden kann. Also befinden wir uns alle in einem Experiment. Und ich bitte Sie, liebe Eltern, Sie können ja selbst entscheiden, was Sie mit sich machen wollen. Das will ich Ihnen gar nicht vorschreiben. Aber bitte denken Sie an Ihre Kinder, an unsere Zukunft. Geben Sie Ihre Kinder nicht zu diesem Experiment frei. Vielen Dank.